Leute, ich bin's wieder, euer Daniel. Und unser Aufenthalt hier in Andalusien neigt sich allmählich dem Ende. Auch die Sendung Ewige Helden ist schon fast vorbei. Jetzt steht nur noch das Finale an. Drei Kandidaten, drei Sportler sind noch im Finale und haben eine große Aufgabe zu bewältigen. Sie müssen einen Parcours so schnell wie möglich durchlaufen. Und in diesem Parcours gilt es, ja, Hindernisse zu überwinden, hochzuklettern, runterzuspringen, weiterzulaufen und mit einem Stein eine Öllampe zu zerschmettern und diese dann zum Entflammen zu bringen. Also wirklich eine tolle Aufgabe. Und parallel dazu mache ich heute auch nochmal für euch einen letzten Wettkampf, eine letzte Trainingseinheit. Die könnt ihr immer und überall durchführen, wenn ihr mal zum Beispiel draußen seid und joggen geht. Macht mal auch so einen kleinen Wettkampf, so einen Parcours, indem ihr euch einen Weg absteckt und überall an speziellen Positionen einfach mal einen Drill durchführt. Also das heißt quasi kurze Übungen, schnelle Liegestützen, Burpees oder auch was ihr wollt macht. Und weil es hier wirklich wunderschön ist, hier auf dieser tollen Anhöhe bei Alcalá La Real, machen wir das mal exemplarisch. Ja, also ich mache für euch exemplarisch einfach mal so einen kleinen Parcours und mache den dreimal durch, nimm die Zeit und schau, ob ich mich dann verbessere. Okay, los geht's. Die erste Challenge, wir haben hier einen Stein, den kann man wunderbar überspringen. Also das heißt, mit Anlauf hier rüberspringen. So, Station Nummer 2, Boxjumps. Wenn ihr die Möglichkeit habt, auf einer Plattform irgendwo hochzuspringen, so ein Stein oder eine Bank, nutzt es aus, das macht Spaß. Also hier 5 Wiederholungen, Boxjumps, hoch, stehen, tief. Station Nummer 3 bietet sich an, Liegestützen zu machen. 10 Stück, so schnell wie möglich. Hopp, 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 hopp. Station Nummer 4, wir machen kurze Klappmesser. Auf der Plattform wunderbar durchführbar. Als Variation könnt ihr bei so einem Parcours auch mal einfach mal so ein bisschen Koordination reinbringen. Bei Ewige Helden in dem Wettkampf ist es auch so, dass die zum Schluss mit einem Stein eine Petroleumlampe zum Zerbrechen bringen müssen und dann entzündet sich die Flamme. Wer das als erstes schafft, hat gewonnen. Und es ist gar nicht so schlecht, sowas mal irgendwo einzubauen in so ein Training und es macht auch Spaß. Ich habe jetzt hier zum Beispiel hier vorne mir 2 so Steintürme aufgebaut. Ein kleinerer und ein bisschen ein größerer. Und das Ziel ist, zum Beispiel einen von diesen Türmen zu treffen. Der kleinere, da gibt es mehr Punkte dafür und für den größeren gibt es ein bisschen weniger Punkte. Station Nummer 5, wir machen 5 Burpees, jeweils immer hier an einem dieser Steinhügel. Also 1, 2, 3, 4, 5 Steinhügel und dann sprinten wir bis ganz vor zur letzten Mauer, klatschen ab und rennen zurück zum Ausgangspunkt. Das ist der ganze Parcours. So, und jetzt mache ich zum Aufwärmen den ersten Parcours einfach mal locker durch, damit die Kamerafrau auch mitkommt.
nicht gedacht, dass ich so reinhaut. Vielleicht bin ich ja zurzeit nur unfit. Kann auch sein. Oder man sollte sich vorher doch aufwärmen. Aber ist cool, macht Spaß. So, das war heute ein kleiner Outdoor-Power-Parcours-Zirkel. Und ich habe sowas schon immer früher zu meiner aktiven Wettkampfzeit gemacht. Damals war es noch so ein bisschen exotisch, draußen irgendwas zu finden, Liegestützen zu machen auf Steinen und. Und heute ist es plötzlich ganz modern. Functional Training draußen, Outdoor, Natur spüren. Aber es ist wirklich sau cool. Und probiert es einfach mal aus. Und wie sich die Helden dabei anstellen, ja, das seht ihr dann auf Vox jeden Dienstag um 20.15 Uhr. Wenn es euch gefallen hat, schaut euch regelmäßig wieder rein auf meinen Channel, liked mich, abonniert mich, ich würde mich freuen. Na dann, ich jogge ganz gemütlich heim. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel. Ciao. Hallo zusammen. Ja, wir sind hier jetzt am Set vom Finale, vom finalen Parcourslauf. Und mit denen geht's los. Mit den Handschellen. Die Athleten werden jetzt erstmal gefesselt an den Händen und Beinen und müssen dann über diese Brücke da oben, diese Brücke da drüber laufen. Und ganz zum Schluss haben sie dann hier so ein Parcours. Da bin ich schon mal hochgeklettert und müssen dann wie bei Takeshis Castle mit diesen Stöckchen da so hochklettern, aber das ist eigentlich gar nicht so schwer. Hier ist die Startlinie, da geht es dann gleich los und von hier wird dann ganz zum Schluss auch am Finish geworfen. Das ist der Pokal. Und wenn die Sportler dann komplett fertig sind, den Parcours hinter sich haben, dann müssen sie mit diesen Steinen da, da hinten auf die Amphoren werfen. Dann brennt dann unten Feuer und dann wird das Feuer entfacht und dann gibt es den Sieger. Und dann geht es weiter. Ja, es ist auf jeden Fall ein ganz langer Lauf. Da geht es dann so dann da hinten noch ewig lang weiter. Da müssen sie noch Steine stapeln und ist auf jeden Fall heute brutal, weil ist es überall Matsch. Aber lustig wird's. Okay, Finale, ewige Helden. Jetzt sind wir kurz vorm Start und jetzt kommt zum Glück doch noch ein bisschen die Sonne raus. Ich schau mal runter, vielleicht sieht man es ein bisschen so und zwar, Moment, wo sind es denn hier? Da, nee, da. Das sind die Athleten. Und dann geht's gleich los. Hier mussten sie im Hindernislauf Steine stapeln und hier ist der Stapel vom Sieger Frank. Frank Busemann hat innerhalb von 9 Minuten ja, den Parcours zurückgelegt mit Fußfesseln und Handfesseln, hat die ausgezogen und ist dann hierher und hat den Turm gebaut.
Der Danny Ecker war auch der Wahnsinn. So ein Bewegungstalent, super. Bis dann, euer Daniel. Ciao.